Ahoi, liebe Zuckerfreunde, und herzlich willkommen zurück zu Factorion. Jo, unser Zug läuft ja jetzt hier endlich. So wie er soll. Wir haben wieder genug Eisen. Wir haben auch wieder genug Stahl. Insofern, das ist schon mal gut. Jetzt will ich erstmal, bevor ich irgendwas anderes mache, mal ein paar kleinere Optimierungen durchführen. Und zwar zum einen hier oben. Die Flugroboter, da haben wir jetzt wirklich genug davon erstmal. Da können wir mal ein paar auf Reserve halten. Das ist eine Stahlkiste. Ich lasse die mal kurz. Ich habe nämlich hier jetzt was vor. Wobei bei den Flugrobotern ist es wahrscheinlich eigentlich egal. Ich begrenze die jetzt mal, dass da nicht mehr gebaut werden. Dürften erstmal für eine Weile reichen und wenn sie doch wieder leer laufen, kann man ja auch wieder ein paar nachbauen. So ist es nicht. Gut. Das war mal Schritt 1. Was ich jetzt aber bauen möchte, das sind die Roboterhangars. Und zwar brauchen wir davon halt immer ein paar vorrätig. Ich eigentlich auch gerade überlege, ob ich mir den etwa manuell bauen soll, die ich brauche. Packen wir die mal hier wieder mit rein, die ich jetzt aufgehoben habe, witzigerweise. So, jetzt habe ich erstmal ein bisschen Stahl. Ich könnte mir hier noch ein bisschen mehr aufgreifen. Denn das sammelt sich ja jetzt hier auch wieder schön an. Gut. Dann brauche ich noch ein paar rote Schaltkreise. Gut, reicht auch erstmal. Und dann bauen wir mal ein paar. Der Menü ist voll. Nehmen wir die mal hier wieder ab. Auch nicht unbedingt im Inventar. Gut, aber irgendwo werden wir wieder angegriffen. Da unten der Laserturm. Okay, der scheint aber gehalten zu haben. Genau, zurück zum Thema. Roboterhanger, 4 Stück. Das reicht erstmal. So, denn was ich ja jetzt angehen möchte, sind die Fabriken, die wir brauchen, um die nächsten Wissenschaftspakete produzieren zu können. Die da wären, jetzt muss ich kurz mal gucken. Rosa und Gelb. Und welche habe ich bis jetzt? Blau, Gelb, Grün ist klar und dann noch Schwarz, oder? Dürften alle sein, die ich bislang habe, oder? Blau, Grün, Rot, Schwarz, genau. Gut, dann schauen wir mal, was wir für die hier brauchen. Elektromotoren, Montagemaschinen und Lichtbogenöfen. Gut, ein Teil davon haben wir ja schon, interessanterweise. Und zwar zum Bleistift Elektromotoren. Die haben wir hier. Das heißt, was brauchen wir noch? Montagemaschinen und Lichtbogenöfen. Die brauchen jeweils was?
Das kriegen wir da oben hin. Nicht Bogenöfen. Das kriegen wir auch da oben hin. Gut, dann machen wir das doch folgendermaßen. Ich baue erstmal hier die Montagemaschinen. Das heißt, ich brauche Grün, Eisenzahnräder und Eisenplatten. Vier dürften erstmal reichen. So. Und zwar hier auf diese Höhe. Ihr sollt bitte bauen Montagemaschinen. So, dazu braucht ihr erstmal vier rote Greifer. Dann habt ihr die grünen schon mal. Dann kommt hier ein Fließband hin. Zwar hier hin. Gut. Dann brauche ich. Was war es noch? Eisen und Zahnräder, oder? Ja, Eisen und Zahnräder. Aber das mal zuerst. Weil hier ist zum Beispiel schon mal nicht mehr in Reichweite. Deswegen müsste ich hier mal erweitern kurz. Da passt nirgendwo einer hin. Auch nicht. Aber hier. Zack. Hier, gut, dann machen wir das erstmal alles ein bisschen länger hier. Gut. Was ist jetzt passiert? Hat er keinen Strom? Okay. So. Gut, dann hier nochmal. Und hier nochmal. Ja, machen wir es noch ein bisschen länger. So. Geschützturmschaden. Nächste Geschützturmschaden. So. Gut, also Eisenplatten. Und Zahnräder zweimal. Dann brauchen wir einen Splitter. Hier.
So. Gut, dann brauchen wir hier ein Splitter. So, so, so. Dann Tunnel. So. Tunnel, 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 Tunnel. Gut, und dann hier noch zwei hin. Alright, so, der ist verkehrt rum hier. Dafür schon mal alles zusammen. Ups. Irgendwas nicht. Jetzt. So und so. Gut. Braucht das Ding nur noch Strom und dann sollte das schon laufen. Gut. Dann wird die schon mal produziert und kommen hier aufs Band. Sehr schön. Dann brauchen wir. Was war das dritte? Die Lichtbogenöfen. Genau, Stahl, Ziegelsteine und erweiterte Schaltkreise. So, erweiterte Schaltkreise. Die laufen jetzt momentan hier hoch. Mal kurz gucken. Die laufen hier hoch. Und hier rein. Die müssten aber dann auch da oben abgespalten werden nochmal. Ja, ich mach's hier oben drüber. Die einfach noch ein bisschen Wald entfernen. Zack. So, dann erweitern wir das hier nochmal. Des Weiteren brauchen wir einen Splitter erstmal. Dann splitten wir uns die erstmal hier ab. So lang.
brauche ich Ziegelstein und was war das dritte? Ziegelstein und Stahlträger. Nehmen wir uns den. Dann bauen wir uns erstmal ein paar von den blauen wieder. Ein bisschen Eisen. So, hier macht Bogenöfen. Okay, dann braucht ihr noch Stahl. Und Ziegelsteine. Okay. Dann zwei Splitter. So, Ziegelsteine hatte ich doch hier auch irgendwo. Wo sind die denn abhanden gekommen? Ziegelsteine, Ziegelsteine, Ziegelsteine. Hier, den muss ich natürlich dann weiterziehen. Sind die Fließbänder? Da unten sind die Fließbänder. Boah, ich hänge. Da habe ich die nicht doch nachher bis in Kisten gepackt. Noch ein paar. Gut. So. So. Gut. Okay. Gut. Dann also die Stahlträger sind hier. Jetzt müssen wir hier mal splitten. So, dann die Ziegelsteine. Zack.
Zack. So, sollten wir jetzt dann auch ankommen demnächst. Wohin jetzt hier? Ist außer Reichweite? Nö. Ah, da kommt er schon. Ziegelsteine, go. Da kommen sie. Oder? Ja, da kommen sie. Sehr schön. Gut, dann bauen wir noch die Greifer. Einmal. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack. Dann brauchen wir noch die Greifer. Und die Greifer. Denn die fertigen Lichtbogenöfen sollen dann hier rauslaufen. Gut. Das war glaube ich für Purple, ne? Ja genau, zusammen mit den Motoren noch. Die leiten wir uns jetzt hier noch ab vielleicht. Dann machen wir uns jetzt einfach ganz blöd. Nehmen wir uns mit dem Splitter. Die zwacken wir uns einfach hier ab, denn die werden eh kaum noch benutzt. So. So. Dann setzen wir den hier hin. Und hier. Hier und hier. Und hier und hier. Gut, dann hätten wir alles, was wir brauchen für die Purple Science. So, einmal so. Einmal so. Purple Science ist. Haben wir erstmal wieder ein paar Fabriken. Ja, wieder kein Eisen. Nur 6 Stück. So, hier. Dann können wir auch schon mal hier die. Achso, da fehlt noch Strom. Fällt mir gerade auf. Dann nehmen wir uns die Kollegen hier. So. Und hier noch ein Band hin. Science. 6.
Okay. So, die Greifer noch. Hab ich noch Greifer? Ne, ich habe keine mehr. Muss mir mal ein paar organisieren gehen. Die waren auch hier unten irgendwo, oder? Strom. Zack. So. Jetzt sollten die Purple Science hier oben vom Band laufen.